Die Kochertalbrücke gab es noch nicht 1963. Diese Schweinerasse war praktisch verschwunden. Schloss Neuenstein steht dagegen seit Jahrhunderten. Dieser Turm ist ein Frischling. Und vorm Weinsberger Kreuz sah es 63 so aus. In der Kultserie Links und rechts der Autobahn. Und jetzt kommt sie, die nächste Ausfahrt Hohenlohe. Weinsberg ist Ausgangspunkt unserer Reise ins Hohenloher Land. Ein Land reich an Geschichte und reich an Geschichten. Im dritten Jahrtausend ist Hohenlohe das Land der Superlative. Mit einem großzügigen Kunstmäzen. Der zweithöchsten Brücke Europas. Der ersten deutschen Jeans. Und einem Negativrekord. Jährlich über 1000 Stunden Stau auf der A6, quer durch Hohenlohe. In Wolpertshausen, abseits der Autobahn, wird es wieder vorbildlich. Rudolf Bühler, studierter Landwirt, war lange in Afrika und Asien unterwegs und weiß, worauf es ankommt. Am besten wächst und gedeiht, was schon immer hier gewachsen ist, nämlich das schwäbisch-hellische Landschwein. Die älteste deutsche Schweinerasse war in Hohenlohe seit über 160 Jahren zu Hause. Und plötzlich sollte es sie nicht mehr geben? Landwirt Bühler ging auf die Suche, entdeckte da 7 Sauen, dort den Eber dazu. Und die Erfolgsgeschichte begann. So, jetzt kommen wir her, Utsche, komm. Das war natürlich vor 30 Jahren, war ja das total abstrus. Es hieß, ja, was wollt ihr mit dem alten Klump? Das soll doch in den Zoo und hat doch nichts verloren in einer modernen Landwirtschaft. Und also da waren wir die totalen Außenseiter vor 30 Jahren. Und heute sind wir mitten in der Gesellschaft angekommen. Mittendrin, beim Volksfest in Bad Cannstatt, sind seine Schweine richtige Stars und inzwischen ein Markenzeichen von Hohenlohe. Was war sonst noch los im Geburtsjahr des Films 1963? Unvergessen, Kennedy in West-Berlin. Ich bin ein Berlin. Hitchcocks Die Vögel versetzen Kinobesucher in Panik. De Gaulle und Adenauer unterzeichnen den Élysée-Vertrag. Der Ruhrpott tobt. Dortmund besiegt Köln und wird deutscher Meister. Das Wunder von Lengede. Nach 14 Tagen werden 11 Bergleute gerettet. Nichts geht mehr. Der Rhein friert zu in Rheinland-Pfalz. Die Beatles landen mit I Wanna Hold Your Hand den größten Hit weltweit. ...1963 heißt der Tourismus noch Fremdenverkehr. Dass Städte für sich werben müssen, zum Beispiel mit Kunst wie hier in Öhringen, denkt niemand. Damals haben die Hohenloher andere Probleme. Hohenlohe ist zwar ein gastliches Land mit vielen gut geführten Gasthöfen. Doch die engen Straßen durch Dörfer und Städte haben Fremde oft von einem Besuch abgehalten. Seit kurzem aber werden Umgehungsstraßen gebaut, die im großen Bogen um die malerischen Orte herumführen. Kein Gedanke an eine Autobahnbrücke quer über das Kochertal. Und so hoch, dass bequem das Ulmer Münster darunter passt. Fotograf Roland Bauer hat den Bau der Brücke miterlebt. In nur 33 Monaten bauen an die 200 Arbeiter die damals höchste Brücke Europas. Stundenlohn? Stattliche 14,50 Mark.
Höhenzulage nur 1,70. Die Männer müssen natürlich schwindelfrei sein und mutig. 1979 ist die Eröffnung. Eine Punktlandung. Zeitplan eingehalten, Kostenplan eingehalten. Warum geht das heute nicht mehr? Was passiert 1979 in der Welt? Die islamische Revolution in Teheran. Ayatollah Khomeini wird Staatsoberhaupt. Mutter Teresa bekommt den Friedensnobelpreis. Genghis Khan tanzt sich in den Erfolg. Das Hospitalschiff Kap Anamur rettet vietnamesische Flüchtlinge, die Boat People. Der erste deutsche Oscar für die Blechtrommel. Ich eröffne hier mit die Grünen gründen sich in Sindelfingen. Zwei Familien gelingt eine spektakuläre Flucht aus der DDR. '79 ist auch das Jahr, in dem es Fotograf Roland Bauer nach Hohenlohe zieht. Ihn reizt das Ländliche, das gerade am Verschwinden ist. Er spürt den Veränderungen nach, heute wie damals. In der Natur, bei den Menschen. Die wichtigste Zäsur war bestimmt den Bau der A6, eine der wichtigsten Ost-West-Verbindungen. Und dann kam natürlich auch die Trendwende in der Landwirtschaft. Also immer mehr haben aufgegeben. Und das war ja der Ursprung der ersten Firmen in Hohenlohe. Die haben praktisch die ländliche Bevölkerung, also auch Bauern, Bauernsöhne, haben die aufgenommen. Die Vorteile für die ersten Unternehmen, die sich hier angesiedelt haben, war einfach dieser fleißige Menschenschlag, die genügsam waren und vor allen Dingen, die auch flexibel waren. Das sind sie, die Hidden Champions von Hohenlohe. Mit Mess- und Regelinstrumenten, System- und Umformtechniken und mit Ventilatoren erobern sie den Weltmarkt. Einer war schon da, in Künzelsau. Mit einem Mitarbeiter fing es an. Heute sind es über 78.000. Seine Schrauben, die braucht jeder, nicht nur in der Nachkriegszeit. Die liefert er bald in alle Welt. Dazu alles, was befestigt. Reinhold Wirth lernt von der Pike auf. Ob er schon als Schulkind von Schrauben so begeistert war? Ja, also in Maßen nehme ich mal an. Ich habe mich öfters geärgert, wenn ich so an Sommernachmittagen eben im Lager arbeiten musste. Das lag genau am Weg von der Künzelsauer Stadt zum Kocherfreibad. Und meine Schulkollegen, die sind da ins Kocherfreibad getigert. Und ich habe da meine Päckchen gepackt. Das war schon ein bisschen manchmal nicht so schön. Aber der Vater war die absolute Autorität. Und da gab es keine Widerrede, da gab es keinen Widerspruch. Der Vater stirbt früh. Der 19-Jährige muss übernehmen. Zuerst geht es ums reine Überleben. Doch die erste Million lässt nicht lange auf sich warten. Es war natürlich, ich muss mal schnell rechnen, ich habe 1954 übernommen. Also es muss so 1958, 59 gewesen sein, dass es die erste D-Mark-Million war, nicht? Es ging sehr schnell in die Höhe, ja. Ich bin in manchen Jahren mit 50, 60, 70% gewachsen von den relativ kleinen Umsatzzahlen. Und das waren auch für mich harte Zeiten, weil ich natürlich immer knapp war an Geld. In Heilbronn, der Chef von der Deutschen Bank, der kam immer wieder und sagte, Herr Wirth, jetzt reicht's doch, Sie müssen doch jetzt mal langsam tun. Und ich bin eben einfach immer vorausgestürmt. Und es war die richtige Entscheidung.
Noch zwei Männer in Künzelsau haben es zu Weltmarktführern gebracht. Der eine war Wirts erster Mitarbeiter und Schulkamerad. Und da ist noch was. And the horses run. They run to celebrate their freedom. Break loose. Fast before my eyes, a curiosity. Be free. Dust in the wind. Be free. All they are is dust. Mustang Oregon jeans. The American Way of Life in Künzelsau. Schon 1948 hat der pfiffige Sohn einer Schneiderin von einem GI Jeans ergattert, sie auseinandergenommen, nachgebaut. Die Ami-Hosen sind in Deutschland verpönt, doch ihr Siegeszug ist nicht aufzuhalten. Wieder einmal hat ein Künzelsauer aufs richtige Pferd gesetzt. Jeans sind das erfolgreichste Kleidungsstück der Nachkriegszeit. Mitte der 80er expandiert Mustang europaweit. Und was war 1985? Gorbatschow wird Generalsekretär. Glasnost beginnt. Marc Chagall, der jüdische Maler der Träume, stirbt. Heinrich Böll, das Gewissen der neuen Republik, stirbt. Die Lindenstraße ist die erste deutsche Seifenoper. Der Baden-Württemberger Boris Becker siegt in Wimbledon. Gepanschter Wein aus Rheinland-Pfalz, der Glykol-Skandal. Frauen spielen mit der Männlichkeit. Schulterpolster werden Mode. Zeitgeist ganz anders. Stadtflucht wird neue Lebensform. Aussteiger sind die neuen Revolutionäre. Eine sanfte Revolution. Andrea Deininger und Roland Bauer ziehen aus Stuttgart ins Hohenlohesche. Finden ihr Traumhaus, praktisch unbewohnbar vor 40 Jahren. Und jetzt ist es wirklich ein Traumhaus. Sie haben zwei Mädchen großgezogen, behutsam das Land kultiviert. Ihr Haus liegt weit ab von einem kleinen Dorf, an einer Straße, die ins Nirgendwo führt. Aber von wegen einsam. Überraschenderweise entdeckt das Künstlerpaar viele Gleichgesinnte in der weiteren Umgebung. Schriftsteller, einen Verleger, Kunstinteressierte. Hohenlohe ist eben in jeder Beziehung ein fruchtbares Land. Ich stand vor dem Examen als Fotograf und musste eine Abschlussarbeit machen. Also über dieses Thema Veränderung, also Dokumentation über das Verschwinden der alten Traditionen. Und so kam ich dann hier mit Andrea, meiner damaligen Freundin, nach Hohenlohe, nach Winterberg. Und dann haben wir dieses Geschwisterpaar kennengelernt und da fing eigentlich alles an. Zum Glück hat der SWR 1985 einen Film in Winterberg gedreht. Die Wohnung der Geschwister Wendel, obwohl beide nicht mehr lebten, war noch genauso, wie der Fotograf sie festgehalten hat. In erster Linie ist es schon eine Dokumentation, weil das Leben, das die beiden Wendels geführt haben, das gibt es also immer seltener. Und ich möchte es einfach so zeigen, wie ich das sehe, wie ich es also empfinde. Und also mir ist einfach erstmal wichtig, das festzuhalten. Und heute in Winterberg, die Annäherung zwischen dem Fotografen und den alten Leuten ist nicht ohne Folgen geblieben. Roland Bauer hat mit Frau und Kind das ebenfalls leerstehende Anwesen in der Nachbarschaft bezogen.
4 Hektar steile Wiesen und eine Handvoll schmaler Äcker sind umzutreiben. Kleinbauer und Landschaftspfleger ist er geworden. Fotograf ist er geblieben. Sein täglich Brot backt Roland Bauer natürlich nicht mehr im Backhaus. Die Schafe sind längst abgeschafft, die Kinder aus dem Haus. Aus den Aussteigern sind Vorreiter geworden. Bio und Öko haben Hohenlohe erobert, sind Garant geworden für die Landwirtschaft der Zukunft. Und die Kombination aus Landleben und künstlerischer Arbeit hat sich für das Ehepaar mehr als bewährt. Andrea Deiningers Karriere als Grafikerin kommt noch mal in Schwung. Und wer ist der Star in ihrem neuen Bilderbuch? Friedel, das schwäbisch-hellische Landferkelchen. Etwas bunter und munterer als seine Vorbilder. Dass vorher noch nie jemand auf diese saugute Idee gekommen ist? Die Fotos von Roland Bauer gehören zum Gedächtnis von Hohenlohe, wie der SWR-Film von 1963. Auch das Handwerk hat in Hohenlohe immer noch einen goldenen Boden. Dieser alte Drechsler liefert handgearbeitete Rechen an die ganze Umgebung. Die Bauern schwören auf ihn. Sie sagen, seine Rechen seien die besten weit und breit. Auch andere fabrikmäßig betriebene Unternehmen, wie diese seit 1726 bestehende Zinngießerei, zählen im Grunde auch heute noch zum Hohenloher Handwerk. 55 Jahre später ist dieses Handwerk praktisch ausgestorben. Die Landwirtschaft behauptet sich, weil sie sich ändert. Stefan Hartmann führt den Teichhof in vierter Generation. Damit der Familienbetrieb überleben kann, hat er Landbau studiert. Das Wichtigste, was ich in meinen 3 Jahren auf der Akademie in Kupferzell gelernt habe, war ganz klar die Betriebswirtschaft. Die Produktionstechnik, wie man Kühe hält, wie man Weizen anbaut, das lernt man während der Ausbildung, da gibt es auch später Weiterbildung. Aber die Betriebswirtschaft ist einfach heute das absolut Entscheidende. Ohne dass die finanzielle Seite stimmt, können wir einfach nicht wirtschaften. Ja, nachdem ich mit der Meisterausbildung in Kupferzell fertig war, haben wir eine Biogasanlage gebaut, haben noch ein bisschen Optimierungen bei uns im Stall vorgenommen und sind in die Direktvermarktung mit der Molkerei eingestiegen. Auf der Akademie in Kupferzell werden erst seit 1993 Landwirtschaftsmeister ausgebildet. Höchste Zeit. Was bietet die Welt im Jahr 1993? Bill Clinton wird Präsident der USA. Die Post wirbt für die neue 5-stellige Postleitzahl. Heide Simonis ist Deutschlands erste Ministerpräsidentin. Die Backstreet Boys gründen sich und werden zur erfolgreichsten Boygroup aller Zeiten. Toni Morrison erhält den Nobelpreis als erste farbige Frau. Das Attentat auf Monika Seles beendet ihre Karriere. Die Enthüllung der Imperia im Hafen von Konstanz wird ein Skandal. Hier werden Meisterinnen gemacht. Und Meister.
Dank einer Fürstin zu Hohenlohe wird 1923 in Schloss Kupferzell eine landwirtschaftliche Schule für Frauen gegründet. Statt Bäuerinnen und Dorfhelferinnen bildet die Akademie heute Betriebsleiterinnen aus. Für Altersheime, Krankenhäuser, Hotels. Sie lernen Unternehmensführung, Informationstechnik, Chemie und Ernährungslehre. Hier im Hygieneunterricht geht es um Bakterien. Praxisnah und anschaulich. Wenn Sie sich die Proben jetzt anschauen, kommen Sie nach vorne, genau. Meine Handtasche. Genau, wo ist die Handtasche? Das würde mich jetzt auch interessieren. Die Nummer 13, genau. Wenn Sie Ihre frisch gewaschene Arbeitskleidung dann in diese Handtasche zur Arbeit tragen. Ja, das sieht dann schon unappetitlich aus. Die Bakterien sind überall. Die sind auf unserer Haut, die sind auf unseren Haaren. Und wenn wir uns die Haare nicht regelmäßig waschen, und dann stellen Sie sich mal vor, ein Haar gelangt ins Essen, das Sie gerade zubereiten. Hygiene gehört zur Alltagskompetenz, besonders in der Küche. Jeweils 6 Schülerinnen kochen das Mittagessen für die 80 Mitglieder der Akademie. Großküchen gehören später zu ihrem Aufgabengebiet. Okay. Zeige ich Ihnen geschwind Paprika rationell schneiden. Sie schneiden praktisch hier ab und hier. Dann fahren Sie hier rein und dann holen Sie sich die Kerne raus. Ja, die Übung fehlt. Und das trotz der vielen Kochshows im Fernsehen. Und lege immer in Wellen oder in Linien. Und Vorsicht, es spritzt, gell? Das sieht 1963 ein bisschen anders aus. Die Landfrauenschule in Kupferzell hat einen vielseitigen Stundenplan. Vom Gänserupfen bis zur Säuglingspflege wird den jungen Mädchen alles gezeigt, was ihnen später nützlich sein könnte. Und die Arbeit am Kochherd gehört natürlich auch dazu. Gekocht wird in Gruppen. Jedes Mädchen hat 7 Mitschülerinnen und eine Lehrerin zu versorgen. Da heißt es, praktisch und sparsam wirtschaften. Und wenn das Menü reichhaltig und billig ist, dann schmeckt es besonders gut. So drückt es heute keiner mehr aus. Doch die Kantine wird genauso ökonomisch geführt. Noch etwas hat sich leider kaum geändert. Die Geschlechterverteilung. Frauen studieren eher Hauswirtschaft, die Männer werden Diplomlandwirt. Renate Heinrich war sowohl Lehrerin als auch Schülerin in Kupferzell. Vor einem halben Jahrhundert. Da gab es natürlich ausschließlich Lehrerinnen, eine reine Frauenwirtschaft. Dem Fleiß der Bauern macht das Hohenloher Land alle Ehre. Zwar sind die Dörfer klein und die Höfe in der Regel Familienbetriebe, aber die natürliche Fruchtbarkeit des Bodens versorgt alle. Oft sind die Bauern wohlhabende Leute. Und ich war ja die erste Bäuerin hier in der Schule als Lehrerin und die erste, die verheiratet war. Vorher waren alle Lehrerinnen halt ja, unverheiratet. Vom Gänserupfen bis zur Säuglingspflege. Ja. Das mussten wir machen. Da wurde dann immer ein Baby ausgeliehen zur Nachbarschaft. Das ist auch, ja. Als ich da anfing, 65, das war also eigentlich eine Generation vor mir. Es waren eben die älteren Damen, die meistens ihren Partner im Krieg verloren hatten. Also ihren Verlobten oder ja, den sie heiraten wollten. Das war wirklich so. Und sie kamen... 3 davon von den Hauptlehrerinnen kamen aus dem Osten und die eine, die also noch da war, war aus Sachsen, stammte dort von einem großen Gut und hatten eigentlich meistens eine sehr gute Bildung und waren also sehr aufrechte Damen, wenn ich das mal so sagen kann. Und die Sparsamkeit, die kam natürlich noch dazu aus dem, was sie erlebt hatten mit dem Krieg und Flucht und was allem. Und da war es eben ganz unmöglich, dass man irgendwas weggeschmissen hat. Mit den Ressourcen sorgsam umzugehen, ist für Stefan Hartmann selbstverständlich. An der Qualität spart er nicht.
Für einen Liter Joghurt braucht er 2 Liter Milch, doppelt so viel wie sonst üblich. Seine Frau ist Hauswirtschafterin. Sohn Richard scheint nicht abgeneigt, in 5. Generation einzusteigen. Ganz genau. Noch können sich die Hartmanns keine Angestellten leisten. Ihr einziger Luxus? Die Vanilleschoten kommen von einer kleinen Farm direkt aus Madagaskar. Die Molkerei haben wir jetzt erst vor 1,5 Jahren gestartet. Und sowas ist natürlich ein langfristiger Prozess, da muss man die Kunden finden, muss entsprechend sich seine Bekanntheit erarbeiten. Und das zahlt sich jetzt langsam anfangen aus. Wir haben inzwischen fast 50 Wiederverkäufer im Umkreis von bis zu fast 60 Kilometern. Die Dechlesbrücke über die Jagst ist 200 Jahre alt und sieht heute genauso aus wie 1963. Übrigens, da hat es schon im 16. Jahrhundert in Hohenlohe eine Art Schönheitskonkurrenz gegeben. Bei einem ländlichen Tanz- und Reigenspiel wurden richtige Preise ausgesetzt. Da hieß es, die am hübschesten ist, die soll haben 3 Gülden samt einer Tasche. Und die am höchsten schürzet und die hübschesten Beine hat, erhält 2 Gulden mit einem roten Beutel. Nun, die Schönste heißt heute Miss und die Preise sind auch gestiegen. Der kulinarische Erntedank ist das Ereignis des Jahres. Alle Landwirte aus der Region kommen nach Schwäbisch Hall und genießen ihr Sternemenü. Darunter natürlich Rudolf Bühler mit seiner Frau. Wie immer der Chef. Ich muss halt sagen, das kommt jetzt nicht vom abendlichen Viertel, sondern ganz herzlich begrüßen zu unserem kulinarischen Erntedank. Mit gutem Essen fördern wir eine gute bäuerliche Landwirtschaft. Und seit 18 Jahren sind wir hier. Ich sage, on the very place, also to be, also hier im Nukleus, im Cluster, wo es die meisten Biobetriebe gibt, deutschlandweit, wo Landwirtschaft Zukunft hat, wo Bauern sich aufgemacht haben. Und deshalb, wir Bauern richten den heutigen Abend aus. Das ist, denke ich, ein Novum. Herzlichen Dank. Ja, sie können wirklich stolz sein, die Bauern in Hohenlohe. Sie haben sich einen Namen gemacht, vor allem in der Ökoszene. Also die Kleinbauern dieser Welt haben über Generationen, über Jahrhunderte, über Jahrtausende Tiere und Pflanzen domestiziert zu der heutigen Vielfalt. Wir reden von Agrobiodiversität. Und das muss man wissen. Es waren nicht die Universitäten, es waren nicht die Feudalen, es war nicht Monsanto, sondern die Bauern. Ob Bauer oder Fürst, für Hohenlohe sind sie alle wichtig. Der Adel weiß um seine gesellschaftliche Verantwortung, die heimatliche Landschaft zu pflegen, sei es touristisch oder landwirtschaftlich. Die Fürsten zu Hohenlohe-Langenburg haben gründlich nachgedacht, wie sie Hohenlohe in die Zukunft bringen können. Das Städtchen Langenburg liegt hoch auf einem Felssporn, vorgelagert dem Schloss, das viele Kämpfe und Kriege überstanden hat. Bis zum Winter 1963. Mitten in der Nacht, am 24. Januar 1963, passierte hier etwas Entsetzliches. Innerhalb von 6 Stunden war das Renaissance-Schloss Langenburg, eines der imposantesten Bauwerke dieser Art in Deutschland, zu 2 Dritteln abgebrannt. Unersetzliche Kunstschätze gingen für immer verloren. 700 Jahre hatte das Schloss alles überstanden und überlebt. Und jetzt genügten 6 Stunden, um alles zunichte zu machen.
Ein Unglück, das ganz Hohenlohe erschüttert und viele Helfer mobilisiert. Die Möbel kommen nach Schloss Weikersheim. Das Äußere wird rekonstruiert, das Innenleben modernisiert. Die Kosten liegen bei 6 Millionen Mark. Der Fürst kann an die 2 Millionen davon selbst bezahlen, nachdem er Schloss Weikersheim an das Land verkauft hat. Zwei Jahre später ist Schloss Langenburg empfangsbereit für königlichen Besuch. Die junge Queen Elizabeth besucht ihre Schwägerin Margarita. Links neben der Queen, die Schwester von Prinz Philipp. Es ist ihr erster Deutschlandbesuch nach dem Zweiten Weltkrieg. Monsieur Bürgermeister Kronbach von Langenburg. Die Begrüßungsrede des Bürgermeisters von Langenburg ist Kult geworden. Your Majesty, Your Royal Highness, the citizens of Langenburg are very grateful of the visit you have paid to your Hohenlohe relatives, as it gives us the possibility to show our reverence and warm feelings for Your Majesty and Your Royal Highness. 50 Jahre nach der Queen besucht ihr Sohn Hohenlohe, auch der Schweine wegen. Prinz Charles ist selbst engagierter Landwirt. Ökologie ist sein Mantra. Gastgeber Cousin Philipp gründete 2011 ein Forum für Nachhaltigkeit. Der Fürst zu Hohenlohe Langenburg hat die Zukunft der ganzen Welt im Blick und sucht nach Lösungen, wie die Menschheit nachhaltig leben und überleben kann. Zusammen mit kompetenten wie prominenten Mitstreitern. It is heartening, I must say, to be in this part of Germany, where there is the highest density of organic farms in Europe. And I've just visited a marvelous example with Herr Bühler and my cousin Philipp. Prinz Charles lobt die Dichte von Biobauern, einmalig in ganz Europa. Ja, Hohenlohe ist grün und der grüne Ex-Minister Joschka Fischer ein Mitbegründer des Forums. Was geschah 2011 in der restlichen Welt? Beim Tsunami in Japan sterben 20.000 Menschen. Eine amerikanische Eliteeinheit tötet Osama bin Laden. Der zweimalige Weltmeister Sebastian Vettel wird zu Hause gefeiert. Liz Taylor, die große Hollywood-Diva, stirbt. Der arabische Frühling sät Hoffnung in der ganzen Welt. Fürst Albert von Monaco heiratet die Weltklasse-Schwimmerin Charlène. Ist doch kaputt. Loriot alias Vico von Bülow stirbt. Seine Figuren bleiben unsterblich. Die wahren Fürsten teilen ihr Wissen, ihre Schätze. Die Stadt Schwäbisch Hall hat einen Klang in der Kunstwelt, dank Reinhold Wirth. Er schenkt der Stadt ein Kunstmuseum und füllt es mit Schätzen aus seinem Besitz. Da hängt mal eben ein Picasso oder eine Collage von Verpackungskünstler Christo. Der Eintritt ist frei, die Kunsthalle jeden Tag geöffnet. Langjährige Sammlungskuratorin ist Beate Elsen. Unsere eigene Sammlung, die ja fast 18.000 Werke umfasst, ist ja international ausgerichtet und wir zeigen halt immer wieder internationale Kunst. Wir holen die Welt quasi zu uns hier nach Hohenlohe. Und natürlich ist der größere Teil des Publikums kommt aus der Region, aber wir haben sehr viele überregionale Besucher, auch internationale Besucher. Aber auch hier sind wir denkbar offen und adressieren uns an eigentlich jeden, der mag. Jeder ist eingeladen, hierher zu kommen. Das ist auch ein kleines Geschenk, möchte ich mal sagen, an die Region, weil ich natürlich sehr viel Gutes hier erlebt habe, hier groß geworden bin
und diesen Artikel 14 vom Grundgesetz schon ernst nehme mit der Sozialverpflichtung des Eigentums. Das erste Museum hat Reinhold Wirth in seine Firma in Künzelsau gebaut, mitten in das Verwaltungsgebäude, für seine Mitarbeiter und gleichzeitig offen für alle. Inzwischen gibt es 16 Museen der Wirth-Firmengruppe weltweit. Zu Hause in Künzelsau eine Ausstellung von H.A.P. Grieshaber, einem Künstler von Weltrang aus Baden-Württemberg. Ich glaube nicht, dass ich ein Mäzen bin, denn ein Mäzen ist ja eher vollkommen selbstlos. Aber das bin ich also absolut nicht. Ich habe natürlich schon meine auch kaufmännischen Gedanken dabei. Ich meine, auf jeder Veranstaltung, auf jeder Ausstellung, die wir machen, auf den Prospekten steht dann klein drauf, mit freundlicher Unterstützung der Wirth-Gruppe. Schon wächst die übernächste Generation heran. Enkelin Maria ist Kunsthistorikerin und im Kunstbeirat der Sammlung ihres Großvaters. Seine Sammelleidenschaft beginnt in den 60er Jahren. Ich meine, das war die erste größere Investition in ein Bild. Ne? Das waren damals 50.000 oder 60.000 Mark. Und es hat mir schon mindestens eine schlaflose Nacht gegeben, ob ich das richtig gemacht hatte. Heute werden diese Nolde Aquarellblätter für 200.000 Euro oder mehr in den Auktionen gehandelt. Also insofern haben wir da eine schöne stille Reserve in diesem Bild. Wirth kennt natürlich jeden und jeder kennt ihn. Er braucht den Kontakt in der Region. Auch Roland Bauer hat schon mehrmals für ihn fotografiert. Städte im Wandel, Wohnen im Wandel. Landflucht statt Stadtflucht bringt neue Probleme. Kein Platz mehr in den Metropolen. Da braucht es andere Wohnmodelle. Das Modulhaus von Wolfgang Mayer ist so eine Idee. Platzsparend, ökonomisch, durchdacht. Das ist jetzt eine spezielle Verbundplatte. Mein ganzes Leben sind immer neue Erfindungen gemacht und neue Materialien testen. Und so wie hier ist das jetzt eine schönes grüne, fertige Platte. Und was mir richtig gut gefallen hat, das wird fortfertigt und wir können es quasi im Modul verarbeiten. Das heißt, die Platte wird einfach so gebogen und fertig ist das Eck. Einen speziellen Beton hat Mayer übrigens auch erfunden. Das Geld für seine Projekte verdient der rastlose Erfinder nämlich mit Systembau für Landwirtschaft und Gewerbe. Seine Arbeiter kommen aus Polen, Rumänien, Ungarn. Einheimische Fachkräfte fehlen. Es gibt einfach zu viele große Unternehmen im Land. Und was ist das jetzt? Wirklichkeit? Ein Traum? So sieht es aus, wenn Wolfgang Mayer richtig groß denken darf. Ein Kunstobjekt? Ein Stadion? Nein, ein Hotel. Ich begrüße Sie ganz herzlich in München. Heute erstmal einen wunderschönen Tag. Gewandet in einen weißen Bademantel, von einer Sauna zum nächsten Pool zu wandeln. Wellness scheint ein Never-Ending-Trend zu sein. Auch viele Langenburger kommen inzwischen, aber nicht alle haben sich mit dem prächtigen Gebäude ausgesöhnt. Da kann das Angebot noch so verheißend sein. Das war mir ganz wichtig, dass man den Felsen mit einbinde. Wir sind früher schon öfters in Wellnessbereiche gewesen, in solchen Anlagen. Und da hast du immer an die Wände hingeklopft und da war das Kunststofffelsen und hohl. Und das geht natürlich bei uns in Hohenlohe nicht, wenn wir tatsächlich Felsen hier haben. Und darum haben wir den Felsen, so wie er jetzt ist, mit eingebunden. Die Hohenlohe kennen wir ja schon ein bisschen als Spinner und als Erfinder und so. Und dann haben sie halt gedacht, ja, jetzt lassen wir mal machen. Aber dass es jetzt geklappt hat, das hat doch viele überrascht.
In Hohenlohe können auch abgeholzte Bäume in den Himmel wachsen, wenn der Richtige sie hinstellt. Also Hohenlohe sehe ich als Urgestein von der deutschen Menschheit an. Die Hohenlohe haben ein hartes Klima hier. Also wir sind auch quasi dementsprechend abgehärtet und müssen halt jeden Tag kämpfen. Und durch die Autobahn, wo da jetzt gekommen ist, ich habe noch den Baum mit angeschaut, das hat mich damals schon interessiert, ist halt richtig Leben hergekommen. Und hier gibt es sehr gute Arbeiter und die Sozialkompetenz, die Verflechtung untereinander ist wahnsinnig gut in Hohenlohe. Bereits 1963 ein Hohenloher Höhepunkt, die Festspiele von Jagsthausen. In der Burg wohnen die von Berlichingen. Im Burghof kämpft Götz, der Ritter mit der eisernen Hand, bis heute für die Freiheit. Was soll unser letztes Wort sein? Was soll unser letztes Wort sein? Es lebe die Freiheit! Es lebe die Freiheit! Es lebe die Freiheit! Die Chefin der Festspiele ist Alexandra Freifrau von Berlichingen. Es war damals ein anderer Götz natürlich, als wir ihn heute erleben. Also das, da möchte ich sagen, das Theater ist kein Museum. Es entwickelt sich mit der Zeit und das ist auch gut so. Nicht, denn wir können heute kein Theater mehr ertragen, würde ich sagen, was über 3-4 Stunden geht oder wie auch immer. Sondern wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Das heißt nicht, dass wir jetzt alles kürzen, aber es muss der Zeit entsprechen. Es braucht Kampfgetümmel und immer einen Star. Götz Otto spielte schon den Bösewicht bei James Bond. Kaiserliche Majestät, habe ich wie immer schuldigen Respekt. Er aber, sag's ihm, er kann mich im Arsch lecken. Oh. Oh! Bringt ihn in mein Kabinett! Längst sind die Burgmauern nicht die einzige Kulisse. Was bleibt? Die Verantwortung trägt immer die Familie von Berlichingen. Als ich geheiratet habe, traten natürlich auch die Festspiele in den Mittelpunkt unseres Lebens. Und ich meine, wir hatten immer mit den Burgfestspielen zu tun. Ich war aber eigentlich immer dankenswerterweise im Hintergrund. Mein erster Mann starb ja 1994 an einem Herzinfarkt. Und nun plötzlich hieß es, an die Front zu gehen. Wir leben hier in einem kleinen Dorf. Ich sage immer, ein Dorf und Schloss an der Jax, kommt aus dem Götz. Und wir haben ja keine Stadt hinter uns, sondern wir sind nur eine kleine Gemeinde. Und da musste ich natürlich, oder sah ich auch meine erste Aufgabe darin, um Sponsoren zu finden, zu werben und zu bitten, sich hier an den Burgfestspielen zu beteiligen. Für den Nachwuchs ein Kinderstück. Das Repertoire geht mit der Zeit. Doch ewig tönt der Götzenspruch. Eure kaiserliche Majestät, habe ich wie immer schuldigen Respekt. Er aber, sag's ihm, er kann mich im Arsch lecken. Mal nach Italien, la bella femina. Nicht Götz, sondern schmissige Musicals bringen heute die Zuschauer und damit das Geld. Hans soll aufsitzen. Lebt wohl, teurer Bruder. Ich bitte um euren Namen. Verzeiht mir. So seid ihr Götz von Berlichingen. Nicht Goethes Götz, sondern Nietzsche hat hier das letzte Wort. Wir sind so gerne in der freien Natur, weil diese keine Meinung hat.